Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play WWE 2K16. Jawohl, endlich geht's los. Und wir befinden uns im Karriere-Let's Play, jawohl. Und wir, ja, weiß ich nicht, drück jetzt einfach mal hier drauf und schauen mal. Aha, neuen Charakter erstellen scheinbar, ne? Würde ich mal behaupten. Ich hatte ja eine Umfrage gemacht gehabt. Über Twitter und Facebook hattet ihr abstimmen können, ob wir uns denn einen neuen Superstar machen wollen oder ob wir einfach Red Devil 2.0 bauen. Und ihr habt entschieden, wir bauen uns einen neuen Superstar. Jawohl. Na, schauen wir mal. Es gibt ja ein paar neue Möglichkeiten im Creation Suit sozusagen. Und jetzt schauen wir einfach mal, was es da so zu tun gibt. Es gibt unter anderem auch den Fotoscan. Den habe ich jetzt leider nicht gemacht oder den machen wir jetzt leider nicht. Aber wir werden uns das alles in verschiedenen Videos in den nächsten Tagen mal genauer zu Gemüte führen. So, folgende Einstellungen meiner Karriere können am Speichern des Erstellens Superstars nicht mehr geändert werden. Größe und Gewichtsklasse. Sowie persönliche Infos, das ist natürlich toll. Erstellt das Superstar. In diesem Modus kannst du das Aussehen, Persönlichkeit eines Superstars, die wir ganz nach deinen Vorstellungen erstellen. Du kannst deine erstellten Superstars in Matches einsetzen und können wir den Inhalte teilen. Neue Funktion. Du kannst einen erstellten Superstar verändern, indem du zum Beispiel das Bild, dein Bild als Gesicht einfügst oder den Körpertyp, Haarfarbe und Kleidungsmerkmal änderst. Aha. Logo teilen. Es ist egal, wie oft du ein importiertes Logo auf einem deiner Superstars anfügst oder verwendest. Ach, es wird immer nur als ein Inhalt gespeichert. Das ist cool. Okay, fangen wir mit dem Gesicht mal an. Wie gesagt, Fotoscan haben wir leider nicht. Das ist ein bisschen doof, aber was soll das? Wir schauen jetzt mal nach Gesichtsvorlagen. Aha. Was genau ist das? Alter. Es ist wunderschön. Vor allem der Hitlerbart. Alter. Es ist wunderschön. Was nehmen wir denn? Mal Fandango. Alter. Ich glaube. Guck mal, jetzt haben wir Kidira. Ich hätte gerne mal irgendwas Ausgefallenes. Wie ist es denn damit? Oder warte mal, die 24 wäre natürlich auch geil. Warte mal. Ja, nee. Wie sieht's mit dem denn aus? Moment, das lädt einen Moment. Ach, das ist so Daniel Bryan-mäßig, ne? Ja, entweder der oder... Ich glaube, wir nehmen den. Ja, ja, mach das ruhig. So, warte mal, Hautfarbe. Ja, ich sag's, createn, Superstar createn ist immer mega aufwendig. Können wir noch die Hautfarbe einstellen? Ich glaube, das hier sah gerade am besten aus. Ja. So, Haare und Gesichtspartie. Frisur. Oh, da gibt's sau viele. 128 Stück, Alter. Krass. Wieso sehen die alle aus wie John Cena? Ich weiß es nicht. Also irgendwas mit langen Haaren wäre natürlich schon geil. Und dann so eine Entrance-Mucke, wie gerade im Hintergrund zu hören. Alter, Holle Petri. WTF. Yo! Nein, ich will ihn. Nein! Hallo? WTF? Ich will hier doch gar nicht. Oh Gott. Wie sieht's? Man kann keine Vorschau machen, das ist echt ein bisschen bescheuert, aber. Oder ist das eine automatische Vorschau? Nee, ist es nicht. Hör, hab ich jetzt auf Bestätigen gedrückt? Nein. Okay. Nee. Weil die Haare an sich gar nicht mal so uncool sind. Ich glaube, wir machen aber erstmal einen anderen Bart. Der ist zwar an sich ganz cool, aber er ist mir ein bisschen too much, glaube ich. Wie wär's denn damit? Ich glaube, der ist ganz cool.
Ja, ein Schneeweiß, genau. Hä, warum ist denn der schwarz da drunter? Hä? Hä, wie sieht das denn aus? Ja, den müssen wir schwarz lassen, weil der ist ja schwarz drunter. Was ist das denn für ein Scheiß? Warte mal, jetzt haben wir noch eine andere. Das war so ein paar Koteletten noch. Wenn das nicht ganz so bescheuert aussieht. Ja. Okay, das ist gut. So, pass auf, Frisur. Wie wär's denn damit? Haarfarbe, warte mal. Yo! Ist an sich eigentlich ganz cool. Ich glaube, ich möchte es ein bisschen heller haben. Geht das irgendwie? Was? Nein. Ach, hier geht's heller, okay. Naja, das war schon wieder zu hell. Lassen wir mal so. So, Haarfarbe ändern. Ach nee, Farbe ändern hatten wir ja gerade. Farbe? Hä? Ach, das ist dieses neue Färbentool. Ah, okay. Cool. Na, sieht an sich eigentlich ganz geil aus. Ist halt so ein bisschen Psycho, mein Gott. Das macht doch aber nix. Ne, rot nicht. Blau ist okay, aber das ist ein bisschen too much blau. So ein leichtes Eisblau oder so. Ja, so. Sehr schön. Braun, die Augenbrauen noch. Wer ist damit? Oh, doch, das ist okay. So, Make-up brauchen wir nicht, Lippenstift auch nicht, Gesichtsbemalung, Narben. Die können wir mal killen. Ja. Das mit den Narben ist an sich zwar ganz cool, aber wir brauchen keine Narben. Was haben wir noch male? Boah, das ist eigentlich okay soweit. Super. Sehr nice. Porträt-Scan. Ja, wie gesagt, wir haben leider kein Porträt. Aber das probieren wir die Tage auf jeden Fall mal aus. Es ist nur die Frage, wie kann ich mich denn hier einfügen? Dann müssen wir dann nochmal gucken. So, Gesichtsverformung. Jetzt kommt wahrscheinlich die Nase. Hä? Da ist jetzt aber nicht alles verworfen, oder? Ah ja, nee, okay. Alright. Also die Nase können wir auf jeden Fall ein bisschen kleiner machen. So, die hier können wir ein bisschen... Ja, können wir ruhig ein bisschen... Ja. Was können wir noch? Hier können wir noch die Gesichtsform ändern. Ja. Also sie haben sich auf jeden Fall was einfallen lassen. Ich bin begeistert gerade. Ist ein bisschen, genau, es ist ein bisschen tricky. Aber wenn man das einigermaßen raus hat, dann ist echt gut. So, pass auf. Mal das Ganze noch ein bisschen kleiner. Okay. Jetzt kann man noch die Seite des Gesichts ändern. Und zwar, ja genau, ich würde die Nase gerne ein bisschen dezenter machen. So, das passt dann eigentlich auch schon soweit. Zeig mal. Oh, ist doch gut. Also die Creation Suit haben sie echt super gemacht diesmal. Das Creative Superstar ist mega. So, pass auf, Körper. Kleidung brauchen wir jetzt. Ne, warte mal, Körper müssen wir erst machen. Gesicht hatten wir jetzt, Körper kommt jetzt dran.
Körper anpassen. Der Körper des Superstars lässt sich grob verformen und du kannst Körpergröße und Größe der einzelnen Teile festlegen. Um die Verformung des Körpers besser zu sehen, ist beim Bearbeiten des Körpers die Kleidung ausgeblendet. Die Einstellungen sind aber gespeichert. Ah ja. Okay, Körperanpassung. Es wird wahrscheinlich ähnlich laufen wie bei dem anderen Ding, schätze ich mal. Natürlich sind wir muskulös, aber nicht zu sehr. Und wir sind sehr fit. Mehr fett nicht. Was ist, wenn ich hier hin mache? Alter. Voll der Koffer, ey. Boah. Ja. Körperveränderung. Sehr nice. Körpergröße. Ja, wir sind schon groß. Aber nicht zu groß. So, Teile, Narben, Körperkunst. Was ist Körperkunst? Ach, das sind so Dingens, okay. Ah ja, hier so Tattoos. Was ist The Rock? Ich glaube, das eine ist Batista gerade gewesen. Ja, das ist natürlich schon geil, sowas, ne? Ich weiß halt nur nicht, ob das jetzt passt. An sich sieht es eigentlich ganz cool aus. Wir können das ja mal machen und wenn es uns nicht gefällt, dann ändern wir es halt einfach wieder. Oder machen es einfach weg. Oh, ein bisschen weniger Deckkraft. Machen wir 89. Und hier auch. Wie gesagt, wenn uns das nicht zusagt oder so, machen wir es halt einfach wieder weg. Oh, oh, oh. Alter, die Musik ist geil. Hammer. Aber irgendwie wird die Deckkraft nicht weniger, habe ich das Gefühl. Ah, du kannst das auch weiß machen komplett. Krass. Ja, ist ein bisschen doof, dass man die Deckkraft von dem Tattoo an sich nicht ändern kann. Die zweite Farbe könnte man eine andere machen, ne? Hier so im Rot vielleicht? Machen wir das Rot ein bisschen dezenter? So. Okay. Ja, geil. Körperkunst Rücken. Am Rücken könnten wir jetzt natürlich auch noch eins machen, aber ich weiß nicht, ob das da nicht zu viel wird. Ja, ich glaube, das ist das von Brock Lesnar, ne? Ja, das wird ein bisschen zu viel dann, glaube ich. Wir lassen das mal so, wie es ist. Ich glaube, das ist schon okay. Ah! Okay. So, das passt, glaube ich, ne? WTF, wieso ist denn das eine jetzt so, hä? Wieso sieht das jetzt so komisch aus? Ja komm, dann lassen wir die Deckkraft mal, wie sie ist, weil das sieht ja sonst bescheuert aus. Wenn es an der Brust ist, ist es dann nicht. Ja, das sieht ja mega bescheuert aus. Ich glaube, das Tattoo, glaube ich, müssen wir irgendwann nochmal ändern dann. Ich glaube, das nehmen wir dann einfach raus. Körperverformung. Neben der Körperveränderung eines Superstars kannst du jeden Teil auch größer oder kleiner machen. Du kannst sogar einen Superstar mit einem dicken rechten und dürren linken Arm erstellen. Geil. Einen richtigen Krüppel, Alter. Brustkorbmasse. Boah, wir sind schon muskulös, aber ich möchte da keine Megabrüste haben. Nackenmuskeln. Boah. Oberer Bauch. Bauchbreite, genau, das möchte ich ein bisschen eindämmen, weil das sieht sonst ein bisschen doof aus. Rücken. Wenig dieser Rücken, Alter. Ich habe keine Ahnung, was sich da gerade verändert. Ich sehe es gerade nicht, aber ich mach's mal so.
So. Gesäß. Auch der ist sehr muskulös bei uns, die Hüfte. Dagegen ein bisschen dünner. So, Schulter. Lass die linke. Okay, den machen wir auf 21. Dann müssen wir die rechte aber auch auf 21 machen, weil sonst sieht's doof aus. Bizeps links. Bizeps rechts. Haben wir die jetzt gleich groß ungefähr? 25, 17. Pass auf, 25. Ja, machen wir so. Trizeps. Unterarm. Alter, was man da mittlerweile alles ändern kann, ist ja der Hammer. Ja. 42 und der machen wir auch 42. So. Okay, ich glaube, so von den Maßen her sieht das schon mal ganz gut aus. Die Waden, das sieht auch super aus. Okay. So, jetzt geht's nur noch eigentlich an die Klamotten. Bin schon so ein bisschen im Hinterkopf im Überlegen, wie wir den Typi nennen. Da bin ich noch so ein bisschen... Noch so ein bisschen am Überlegen. Körperteile, Unterteile. Schauen wir uns mal die Hosen an. Ah, hier sind die Wrestling-Shorts, quasi die echten WWE-Shorts. Und hier sind quasi die anderen Shorts. Wir nehmen aber, glaube ich, eine richtige Hose. Weil das sind einfach nur Hosen, ne? Ne, wobei, warte mal, da sind auch solche dabei. Das war eine. Meint ihr, die würde was aussehen? Zieh sie mal an, Kollege. Material. Du kannst verschiedene Materialien für Kleidung festlegen. Versuch mal deinem Superstar in schicker Jacke oder schräger Hose. Aha. Material. Stoff. Matt. Ah, okay. Krass. Matt, Vinyl, Satin und Metallisch. Was man da mittlerweile alles machen kann, ich bin ja vollends begeistert. Schauen wir uns mal Vinyl an. Ja, nehmen wir die mal. Material haben wir jetzt. Nein, jetzt lädt das schon wieder. Alter! Na komm schon, lad schneller. Sehr gut. Das muss halt die Vinylhose natürlich erst wieder reinladen. Alter. So. Farbe. Okay, das ist hier die obere. Also rot machen wir diesmal auf jeden Fall nicht. Vielleicht machen wir die hier oben so. Und unten das Weiß. Verstehst du? Wir gucken aber mal, wie es ausschaut. Weiß ich nicht. Weiß jetzt nicht, ob mir das gefällt oder nicht. Ich lasse es jetzt einfach mal so und ihr werdet mir ja sicherlich ein paar Tipps in den Kommentaren geben, beziehungsweise werden wir gemeinsam dann schauen, wie man den Wrestler noch ein bisschen optimieren kann. Ich glaube, wenn ich solche Schuhe nehme, ragen die dann raus, ne? Das sieht sonst ein bisschen doof dann aus. Aber man kann die auch über die Hose machen. Dann aber nicht so hohe. Das sieht ein bisschen komisch aus. Das sind so Schuhe bis zum Knien, Alter. Pass auf, wir gucken mal. Echt so ein paar halbhohe Schuhe. Hier, sowas. Ja, das schon eher. Then I wake up to see the world's ill.
Weiß ich nur nicht, ob mir das jetzt so gefällt. Ich glaube, ich find's cooler, wenn die Schuhe... Ich glaube, ich find's cooler, wenn die Schuhe irgendwie in der Hose, also in der umgekehrt wären. Verstehst du? Weiß ich noch nicht, ob mir das jetzt so alles gefällt. Ich glaube noch nicht so wirklich. Kann man denn irgendwie einstellen, dass die Schuhe über dem Dingens sind? Naja, müssen wir dann nochmal gucken. Okay, pass auf. Das ist die Ringkleidung. Wir lassen die jetzt erstmal so, wie sie ist. Und dann schauen wir mal. Wie gesagt, ihr werdet ja sicherlich ein paar Tipps in den Kommentaren haben, was wir da noch so ändern können. So, jetzt brauchen wir noch eine coole Ringkleidung. Was nehmen wir denn da? Warte mal, wir gucken erstmal hier. A girl committed suicide after she was bullied at school. Cause some dudes told her she wasn't cool. But you would rather gossip about a famous person breaking the rules. I'm confused. Tell me, is my life's price worth it? Wer ist denn hiermit? Wer ist denn damit? Nein, jetzt hab ich da wieder gedrückt. Nein! Scheiße. Na komm schon. Wobei Stoff ja eigentlich gar nicht mal so schlecht ist. Wir können auch Stoff lassen direkt. Wenn wir nochmal nach der Farbe gucken. Ja, die können wir eigentlich aber auch schon fast so lassen. Da müsste aber irgendein Teil von der Hose halt auch rot sein, ne? Ne, die Jacke gefällt mir nicht. Die mag ich nicht. Aber doch nochmal weg. Wir gucken nochmal, was wir noch so haben. Guck mal, Ellenbogenschoner. Ellenbogenschoner brauchen wir eh. Nehmen wir aber ganz popelige einfach. Hier irgendwas ganz Billo-mäßiges. So, nehmen wir den hier drüben auch. Achso, warte mal, jetzt habe ich das hier nicht. Warte, müssen wir die hier auch noch nehmen. Hä? Wieso kann ich die jetzt nicht nehmen? So, mach das jetzt auf beiden? Hä? Okay, warte, wir entfernen die nochmal. Gut, wir müssen den dann nochmal gesondert einkleiden quasi. Das müssen wir dann aber nochmal gesondert in der Folge machen. Aber nochmal, dass wir standardgemäß einen Superstar haben. Und wir sind ja jetzt dann anfangs sowieso erstmal bei NXT unterwegs. Und checken erstmal, was da so geht. So, jetzt machen wir es nochmal. Zack. Nein! Ne, Farbton, warte mal, wo war das nochmal? Hier. Das können wir euch ein bisschen grauer machen. Na! Jetzt ist es aber wieder nur bei der Einzugskleidung. Willst du mich eigentlich verarschen? Alter! So. Beide Kleidung. Ellbogenschoner, mein Gott! So, Farbe. Bisschen heller. Okay. Jetzt sieht die Farbe ein bisschen anders aus. Warte mal. So. Okay. Also das sieht jetzt am Anfang natürlich noch so ein bisschen aus. So wie gekonnt. Gewollt und nicht gekonnt.
Aber wie gesagt, das machen wir dann auf jeden Fall noch. Ja, jetzt brauchen wir natürlich einen Namen, ne? Das ist jetzt natürlich die Frage, wie nennen wir den guten Mann? Wir gucken aber mal, was haben wir denn für einen Einzugsnamen Rinnansage? Was haben wir denn da so? Da haben wir tausende mögliche Namen. Trevor, Steven, Sophia, warte mal, ach, wir gucken lieber hier. American Sweetheart. Bad Attitude. Big Pumpa Palm, Big Time. Big Time. Warte mal, geht Big Time? Warte mal. Murphy Nate. Ja, das hört sich auch doof an. Warte mal, wie wär's denn mit? Da können wir komplette Vorschau machen. Big Bad Luther, wie wär's denn damit, Alter? Das ist doch geil. Warte mal, Big. Warte. Bad. Big Bad. Real. So, Einzugsname ist. Big. Ne, warte. Wie mach ich denn. Ach, hier. Big. Bad. Alter. Nein! Hilfe! Ah ja. So, jetzt muss ich wieder rüber. Ah ja. Und dann Luthor. Big Bad Luthor. HUD-Name ist. Was ist das richtig geschrieben? Luthor, ja. HUD-Name ist Big Bad. Keine Ahnung, ob das jetzt cool ist oder nicht. Wie gesagt, wir können das ja nochmal ändern dann. Ah, oder? Ja, genau. Okay. Ja, so die persönlichen Infos, dann haben wir's. Herkunft. Machen wir Heavyweight diesmal. Nicht High, nicht Super Heavyweight. So, Herkunft ist natürlich. Machen wir Germany. Westseite, Karibik. M.I. Deutschland, da ist es. Frankfurt. So, TP-Verhältnis. Gut, das ist okay, glaube ich, erstmal. Fanschilder. Was nehmen wir denn da? Champions Clash nehmen wir auf jeden Fall. This is Awesome ist auch super. Hi Mom ist auch immer geil. Und dann nehmen wir noch. Do it for the day. Nehmen wir die Cobra, die ist geil. Die ist cool. Da ist noch eine Bildschirmpose. Ja, die ist doch geil. Super. Supi. Da haben wir es so gut wie. Wie gesagt, wir werden den Beteiligung aktivieren. Ich kann erinnern, das ist mein Superstar. Da vorne mal aufzutauchen. Jo, okay. Deine Karrierebeteiligung wird aktiviert. Okay. So, jetzt haben wir es geschafft. Und wie gesagt, in der nächsten Folge geht's dann los. Richtig mit Karriere und so. Und in verschiedenen anderen Videos werden wir dann den Creation Suit sozusagen noch ein wenig auspeilen. Beziehungsweise ich erkläre das gleich nochmal im Endscreen. Bis dahin.
So, ja, da sind wir angekommen im Endscreen und naja, ich habe es ja schon angekündigt, wir werden noch verschiedene andere Creation Suite Videos machen. Ich werde das aufteilen. Wir werden jetzt in dem einen Video Karriere starten und in den anderen Videos zeige ich euch sozusagen die Karriere, beziehungsweise nicht die Karriere, sondern die Creation Suite. Da tun wir einen Titel erstellen, wir erstellen einen Entrance, wir machen verschiedenste Dinge. Und naja, ihr werdet das schon sehen. Die Videos kommen dann alle nach und nach und ich hoffe, ihr freut euch drauf, genauso wie ich, auf eine neue Season mit WWE 2K16. Auf geht's! Yeah!